Hallo, ich bin Mara, 17 Jahre alt und gehe aufs SNG und besuche gerade die Q1. Und ich habe mit 13 Jahren, also in der 8. Klasse, angefangen, Busbegleiter zu sein. Hallo, ich bin Helene, besuche momentan die Q1 des SNGs und bin bereits seit 4 Jahren Busbegleiter. Ich bin Jan-Schonia, ich gehe aufs SNG in die Q1 und ich bin seit 4 Jahren bei den Busbegleitern dabei. Als Busbegleiter sorgt man dafür, dass es im Bus und auch an der Bushaltestelle gut zuläuft und dass keinem irgendwas passiert oder sich belästigt oder sowas fühlt. Es war ein paar Mal jetzt hier an der Bushaltestelle zum Beispiel, dass vor allem die Fünftklässler, die ja dann, wenn der Bus kommt, dass wenn die Türen da gerade aufgehen, dass da wirklich viel gedrängelt wird, dass man da vielleicht mal so ein bisschen eingreift und sagt, dass sie einfach nacheinander ein bisschen langsamer reingehen sollen. In der 8. Klasse war der Herr Mattig unser Klassenlehrer, der auch für die Busschule oder generell für die Busbegleiter verantwortlich ist an unserer Schule und hat uns das dann alles so ein bisschen schmackhaft gemacht, sage ich mal, wodurch wir dann dazu auch kamen und uns dafür eingesetzt haben, mitzumachen. Und die Ausbildung verlief 2 Tage lang während der Schulzeit. Da sind wir dann nach Neuss gefahren und haben dort ein Seminar gehabt bzw. halt gelernt, wie wir in den bestimmten Situationen dann auch eingreifen müssen. Und vor allem ist man ja im Bus auch als Busbegleiter eigentlich nie alleine. Also meistens sind mindestens 2 oder 3 Busbegleiter im Bus und man kennt sich ja dann auch durch halt diese ganzen Ausbildungen. Ja, also ich würde schon sagen, dass man dadurch, dass man gelernt hat, wie man mit anderen Leuten umgehen soll, in welchen Situationen man sich wie verhält, selbstbewusster wird und auch selbstsicher. Also dass man weiß, wenn da jetzt eine schwierige Situation ist, wie du damit umgehen sollst und umgehen kannst, ohne dass das eskaliert. Also dass du immer so einen Ruhepuls da reinbringst, damit auch die Leute in der Situation sich beruhigen. Es ist auf jeden Fall ein gutes Ehrenamt, was man da macht. Und man setzt sich ja auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Kinder ein und versucht halt den anderen zu helfen. Vor allem die Ausbildung hat sehr viel Spaß gemacht. Man ist auch mit anderen Leuten von anderen Schulen zusammengewachsen, hat andere Leute von anderen Schulen auch kennengelernt. Und auch wenn man dann im Bus ist und anderen helfen kann, ist es halt schon ein gutes Gefühl. Also in der Schule zum Beispiel wirst du auch ausgehangen, kriegst ein Bild. Das heißt, jeder weiß auch, dass du Busbegleiter bist. Natürlich kommt das auch ganz gut, wenn das auf dem Zeugnis steht und du dich irgendwo bewerben möchtest. Und dann zum Beispiel so, dass du sozial bist, dass du ein Ehrenamt übernimmst. Und du bekommst auch nach deiner Ausbildung so eine Urkunde. Also du wirst nochmal wertgeschätzt und dir wird auch nochmal gezeigt, dass du was Gutes machst. Du bekommst auch so einen Ausweis oder ein Bild von dir drauf, damit du dich auf dem Bus ausweisen kannst. Die Stadt Meerbusch nimmt schon seit über 20 Jahren gemeinsam mit der Polizei und der Rheinbahn an diesem Projekt teil. Grund war damals, dass wir doch erheblichen Vandalismus in den Bussen zu verzeichnen hatten und es auch einige Schülerunfälle gab in den Bussen, an den Bushaltestellen. Und damals hat man dieses Projekt ins Leben gerufen, um diese Situation zu verändern. Seitdem wir dieses Projekt durchführen, gab es keinen einzigen Unfall mehr und alleine dafür hat es sich schon gelohnt. Ja, wir hatten natürlich bedingt durch die Corona-Pandemie nicht die Möglichkeit, die Schulungen durchzuführen. 2-mal hintereinander ist die Schulung und quasi das Projekt Schulbegleiter auf Eis gelegt worden. Jetzt suchen wir händeringend Nachwuchs. Busbegleiter sein ist schon ganz cool. Du hast auch so eine Gemeinschaft, also wir sind so eine Familie, die im Bus dafür sorgt, dass alles gut ist. Wir gehen zum Beispiel einmal im Jahr essen zusammen oder machen irgendwas zusammen. Also wir waren zum Beispiel, ich glaube vor Corona, Trampolinspringen und Klettern und waren danach noch Pizza essen und das ist dann halt auch so Gemeinschaftsgefühl. Und auch zum Beispiel einmal im Monat treffen wir uns mit den anderen Schulen und auch den anderen Busbegleitern und besprechen, was gerade so ansteht, was passiert ist. Wenn du Teil der Familie werden willst, komm auch dazu und werd Busbegleiter. Wenn du auch gerne mitmachen würdest, dann freuen wir uns natürlich alle, vor allem auch die Stadt Meerbusch und es macht wirklich sehr viel Spaß. Also mach auch du mit und werde Busbegleiter.